Niklas Luhmann, und immer wieder die Frage nach dem Menschen. Aber GDG, Seite 32, ich lese hier mal schnell durch. Sie verwendet an grundbegrifflicher Stelle den Begriff der Handlung, um sich auf ereignisförmige Letzteinheiten einzustellen und um immer wieder daran erinnern zu können, dass nur individuelle Menschen handeln können. Sie bildet den Begriff des Globalsystems, um Globalisierung anzuerkennen und den Begriff der Gesellschaft auf nationalstaatlicher Ebene zurücklassen zu können. Im Falle, das finde ich jetzt ein interessanter Abschnitt, im Falle des menschbezogenen Gesellschaftsbegriffs wird zu viel eingeschlossen, im Falle des territorialen Gesellschaftsbegriffs zu wenig. In beiden Fällen könnte das Festhalten an derart unbrauchbaren Konzepten damit zusammenhängen, dass man die Gesellschaft als etwas denken möchte, das man von außen beobachten kann. Dabei muss man sich jedoch auf eine Erkenntnistheorie stützen, die längst überholt ist. Auf eine Erkenntnistheorie, die von der Unterscheidung Denken-Sein, Erkenntnis-Gegenstand, Subjekt-Objekt ausgeht und den Realvorgang des Erkennens auf der einen Seite dieser Unterscheidung dann nur noch als Reflexion erfassen kann. Davon ist man spätestens seit der linguistischen Wende der Philosophie abgekommen. Bei allen logischen Problemen, die man sich mit dem Übergang zu einer naturalisierten Epistemologie, Queen, einhandelt, warum fällt es der Soziologie aber so schwer, diese Wende mitzuvollziehen? Und daneben da Frankfurter Stil und ja. Ah, fantastisch! Aber heute habe ich mir noch eine andere Antwort entwickeln können. Also das war die Antwort des 71-jährigen Luhmann. Und heute würde ich eigentlich sagen, eben Rolf hat das noch einmal gesagt, alles, was gesehen wird, wird von dem Auge eines Individuums gesehen. Und da würde ich sagen, eben genau das ist das Problem, dass wir das so genau sehen, dass es nicht mehr so ist. Das ist mit diesem Erwachen von KI und AI nach diesem langen Winter jetzt von 10, 20 Jahren vielleicht, weiß nicht. Das, so. Deshalb brauchen wir einen anderen Kommunikationsbegriff, weil eben nicht nur Individuen sehen, beobachten, etc.